Ahoi Freunde, ich muss zugeben, mein letztes Tutorial ist schon eine Weile her und aus diesem Grund dachte ich mir, ich muss unbedingt mal zeigen, wie ich aktuell meine HDR-Fotos erstelle. Und das Krasse ist, es hat nichts mit Photoshop zu tun, auch nicht mit Lightroom, auch nicht mit Photomatix. Und das Coole ist, ihr könnt das Programm sogar gewinnen und ich habe sogar für euch Rabattcodes herausschlagen können. All das und vieles mehr nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Ein echtes HDR-Foto besteht typischerweise aus einer Belichtungsreihe von drei verschiedenen Fotos. Mit diesen drei Fotos macht man sich dann an den PC und versucht aus dieser ganzen Belichtungsreihe ein einziges Foto zu erstellen. Früher habe ich da noch Photomatix verwendet, dann ab und zu auch mal Photoshop und Lightroom, aber das hat mich nicht so wirklich überzeugt und jetzt bin ich bei HDR Projects 4 gelandet. Aber ich muss eines zugeben, Photomatix hat fast immer einen guten Job gemacht. Letztendlich haben wir dann nur ein paar kleine Einstellungen gefehlt, um das Bild dann zu perfektionieren, um es zu finalisieren, um es dann perfekt an Photoshop zu übertragen oder vielleicht einfach mal abzuspeichern, ohne Photoshop zu verwenden. Aber das habe ich irgendwie mit Photomatix nie hinbekommen. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht liegt es am Programm, wer weiß. Aber warum jetzt eigentlich HDR Project 4 und nicht irgendein anderes Programm? Ganz einfach, ich habe bei diesem Programm eine Vorauswahl mit über 100 verschiedenen Presets, die kategorisiert sind, die es mir einfach machen, für mein Bild die erste Vorauswahl zu treffen. Im nächsten Schritt kann ich dann aus 11 Tonemapping-Varianten und über 80 Post-Processing-Effekte noch die weiteren Details festlegen. Okay, jetzt könnte man vielleicht etwas Angst bekommen, weil das sehr, sehr viele Einstellungen sind. Gerade für den Anfänger oder auch für mich war es am Anfang so, dass ich nicht wusste, was ich genau machen sollte. Aber was richtig cool ist, man geht mit dem Mauszeiger über irgendeine Einstellung oder über irgendeine Funktion und schon ploppt so ein kleines Fensterchen auf und da wird dann genauestens beschrieben, was genau der Effekt nun macht. Was ich sehr zu schätzen gelernt habe, ist die Funktion, dass man wirklich alles erdenklich Mögliche wieder rückgängig machen kann. Man stellt sich mal vor, man öffnet ein halbes Jahr altes Dokument und kann dann noch alles wieder rückgängig machen, wenn man merkt, das hättest du vielleicht doch ein bisschen anders bearbeiten müssen, hier hättest du vielleicht noch ein bisschen die Schärfe ändern können oder die Farbe, und das ist bei HDR Project 4 alles möglich und das finde ich richtig cool. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist die Arbeitsgeschwindigkeit gegenüber zu Lightroom CC, was ja irgendwie immer langsamer wird, weil die das nicht optimiert kriegen, ist das HDR Project 4 verdammt schnell. Ich wäre ja beinahe vom Stuhl gefallen, als ich diese Funktion entdeckt habe. Ihr kennt ja die Funktion aus Photoshop oder aus Lightroom, wenn man selektiv etwas bearbeiten möchte und man möchte haargenau etwas auswählen, wie zum Beispiel ein Auto, weil dieses Auto soll anders bearbeitet werden als der Hintergrund. Vielleicht eine andere Farbe, was weiß ich. Und dann muss man genauestens aufpassen, dass man die Kanten trifft, sonst wird der andere Bereich mitbearbeitet. Und bei HDR Project 4 ist es so, dass er automatisch erkennt, welche Kanten du ausmalen möchtest. Er erkennt automatisch, da ist ein Auto, diese Kontur wird komplett ausgemalt. Und das ist richtig cool. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er macht es richtig und das finde ich super gut. Ultra HDR Engine. Ja, das hört sich irgendwie an wie so ein Marketing-Gag, aber es ist wirklich in der Tat so, dass die Bilder von HDR Project 4 etwas mehr Struktur haben, leicht schärfer sind und weniger rauschen als bei Lightroom oder bei Photoshop CC. Jetzt die Frage, gibt es an diesem Programm irgendwas zu mosern, was zu meckern? Ja, das gibt es. Also es gibt kein Programm, was wirklich perfekt ist. Und hier ist es auch so bei HDR Project 4, was ich leider etwas komisch finde, dass die gerenderte Vorschau nicht das widerspiegelt, was ich eigentlich sehen müsste. Gerade wenn man mit Schärfefiltern und Entrauschenfiltern arbeitet, dann wirkt das Bild sehr grob, matschig und leicht überschärft. Vielleicht ist es auch nur bei mir so und bei euch ist es zum Glück nicht so, aber ich habe damit sehr starke Probleme. Aber das Problem habe ich dann nicht mehr, wenn ich in die 100% Ansicht gehe, dann ist alles normal. Und wenn ich diese Post-Processing-Effekte einfach weglasse und die vielleicht ganz zum Schluss erst anwende. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein tolles Programm, wo ich wirklich von Anfang bis Ende wirklich alles in einem Programm bearbeiten kann, ohne jetzt wirklich auf Photoshop oder auf Lightroom zurückzugreifen, obwohl man das theoretisch mit einem Plugin könnte. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kann ich dieses Programm gewinnen? Ganz einfach, ihr müsst letztendlich nur in die Kommentare reinschreiben, warum ihr das Programm unbedingt haben wollt. Mehr müsst ihr nicht machen. Ich werde dann Ende November die Gewinner auf meiner Fanpage bekannt geben. Den Link findet ihr wie immer in der Infobox. Für die Zuschauer, die das Video etwas später sehen, keine Sorge, ihr habt unten in der Infobox einen Rabattcode, dadurch könnt ihr das Programm deutlich günstiger erwerben. Und wenn ihr jetzt noch was von mir sehen wollt, dann schaut einfach mal bei meinem Kanal rum. Vielleicht findet ihr noch das ein oder andere Video, was euch interessiert. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.